Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen genialen Workout für unseren gesamten Rumpf, also den Bauch, den unteren Rücken und die seitliche Bauchmuskulatur. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 28 Tage Rücken Challenge. Das kostenlose Home Workout Programm, mit dem du deine Haltung verbessern, deine Rückenmuskulatur stärken und Rückenschmerzen lindern und vorbeugen kannst. Den Link zur Challenge und den kostenlosen Trainingsplan verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Du kannst dieses Workout natürlich auch jederzeit unabhängig der Challenge durchbauen. Solltest du zwischen den Übungen eine längere Pause brauchen als die geplanten 20 Sekunden, überhaupt kein Problem. Hör auf deinen Körper und arbeite mit ihm, nicht gegen ihn. Wir starten direkt mit einem Burner für den geraden und die unteren Bauchmuskeln. Komm dafür in Rückenlage auf die Matte. Deine Beine sind im rechten Winkel angehoben. Ganz wichtig dabei ist, dass dein unterer Rücken fest auf der Matte bleibt. Heb deinen Kopf ruhig an, sodass du noch mehr Spannung im oberen Anteil deiner Bauchmuskulatur spürst. Halfway there. Achte darauf, dass deine Arme gestreckt bleiben und spür die Spannung. Wir haben die letzten 10 Sekunden. Sehr gut und lösen. Mit der nächsten Übung kannst du deine Core-Skills testen. Wenn du noch Schwierigkeiten dabei hast, weißt du auf jeden Fall, dass du deinem Rumpf ab sofort mehr Aufmerksamkeit schenken darfst. Lass dabei der Ausführung Zeit. Um deine Handgelenke zu entlasten, drück deine Fingerspitzen dabei fest in die Matte. Du machst es super, wir sind schon über der Hälfte. Lass dir Zeit, gib nicht auf, bleib dran. Und durchatmen, gut gemacht. Wir machen weiter mit High Side Plank und Crunches. Dabei ist dein linkes Bein rechtwinklig auf der Matte abgelegt. Deine rechte Hand hebt deinen Kopf. Dein rechtes Bein kannst du seitlich mit voller Spannung durchstrecken. Von dort aus bring deinen rechten Ellbogen zum rechten Knie, sodass du noch mehr Spannung in deiner seitlichen Bauchmuskulatur spürst. Ganz wichtig, dein Handgelenk und deine Schultern sollten unbedingt eine gerade Linie bilden. Korrigiere die dafür immer wieder selber, um so dein Schultergelenk zu entlasten. Und nur 3, 2, 1 und absetzen. Schenk dir 20 Sekunden Verschnaufpause, du machst es super. Nach der Pause wechseln wir die Seiten und trainieren unsere seitliche Bauchmuskulatur auf der linken Seite. 3, 2, 1, go! Wenn du mehr willst, dann halt, wenn du die einrollst für einen kurzen Moment und bau so noch mehr Spannung im Bauch auf. Sehr gut und durchatmen. Weiter geht's mit einer Kombination aus Tap-in, Tap-out und In-and-out-Jumps.
Spätestens jetzt wirst du deinen Rumpf auf jeden Fall spüren. Je gerader dein Rücken ist, desto besser. Dabei solltest du auf gar keinen Fall ins Hohlkreuz fallen, sondern, wenn du kannst, deinen Bauchnabel nach innen ziehen. Um deine Handgelenke wieder zu entlasten, drück deine Fingerspitzen fest in die Matte und acht darauf, dass dein Rücken gerade bleibt. Sehr gut, bleib dran, die letzten 10 Sekunden. Komm schon, du schaffst es. Und lösen. Wir sind schon über der Hälfte und entlasten unsere Handgelenke, indem wir mit On Fire Touches weitermachen. Der Name ist auf jeden Fall Programm, aber ich bin mir sicher, dass du mit ausreichend Ruhe und Konzentration auf deinen Körper die Übung auf jeden Fall durchbauerst. Halfway there. Schulterblätter ziehen nach hinten, Brust raus und Lächeln nicht vergessen. Du machst es super. 2, 1 und Pause. Leg kurz ab, atme durch und bleib gern in Rückenlage. Mit der nächsten Übung trainieren wir unsere Gesäßmuskeln und den unteren Rücken. Beides ganz wichtige Mitspieler, wenn es um einen starken und gesunden Rumpf geht. Wir starten mit rechts und wechseln bei der Hälfte zum linken Bein. Noch 3, 2, 1 und wir wechseln die Seite. Drück dein Becken aktiv nach oben, spann deinen Po fest an, du schaffst es. Und durchatmen, sehr, sehr gut. Wir sind schon bei Übung Nummer 8 und haben nur 3 Übungen vor uns. Das schaffen wir auf jeden Fall. Wenn du bereit bist, dann komm an den Anfang deiner Matte in den Vierfüßlerstand. Heb deine Knie an und geh von dort aus mit kleinen Schritten in Richtung Ende deiner Matte. Wenn du dort bist, berühre mit deiner rechten Hand die linke Schulter, wechsel die Seite und komm dann wieder zurück. Ganz wichtig, deine Knie bleiben dabei durchgehend in der Luft. Halfway there. Korrigier die Adar immer wieder selber und schau drauf, dass deine Halswirbelsäule mit deiner Lendenwirbelsäule eine schöne gerade Linie bildet. 3, 2, sehr gut und absetzen. Wir sind bei der vorletzten Übung und kombinieren Hip Drop mit Feet Tap. Dafür braucht man nochmal volle Spannung im Rumpf. Zieh deinen Bauchnabel nach innen und lass da bei der Ausführung ruhig etwas Zeit. Lieber langsam, dafür kontrolliert. 3, 2, 1, go! Wir sind schon über der Hälfte, bleib dran. Three, two,
und Pause. Die letzte in diesem Workout, denn wir sind beim Endspurt, meine Lieben. Wir beenden dieses Workout mit einer der gezieltesten Übungen für den Rumpf. Für noch mehr Spannung im Bauch darfst du dabei dein Becken kippen, sodass du deinen Po ordentlich spürst. Ähnlich wie bei den Good Mornings, wenn du hochkommst, nur eben in der Stützposition. 40 Sekunden halten, gemeinsam schaffen wir das. Halfway there. Du machst es super. Wir sind schon über der Hälfte. Die letzten 10 Sekunden. Gib nicht auf. Halte, halte, halte. Sehr gut. Und noch 3, 2, 1. Und absetzen. Gut gemacht. Gratuliere. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und es hat dir vor allem auch gut getan. Wenn es dir gut getan hat, dann lass diesem Video unbedingt deinen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, um keines meiner Workouts oder meiner kostenlosen Homeworkout-Programme mehr zu verpassen. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem meiner nächsten Workouts wiedersehen.